bitte flieg zur Luftabwehr, bitte. Nein. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas von PlayerGaddon. Und in der heutigen Folge ist mal wieder angesagt, dass ich einen CW-Live-Reporter spiele, nur dieses Mal richtig. Okay, einige haben schon angegriffen, obwohl wir uns um 5:30 eigentlich verabredet hatten. Ja, ist ja egal. Wer will als erstes angreifen? Im Übrigen habe ich ein neues Aufnahmeprogramm, wie man wahrscheinlich schon gemerkt hat, da die Qualität 5000 Mal besser ist und unten rechts nicht Recorded by Mobizen steht. Ich greife jetzt an, David. Schalke war auch schon oft im Stadion, nur 10 Kilometer von hier entfernt. Okay, läuft auf jeden Fall. Ja, also ich habe gerade ja Leverkusen geguckt, sonst hätte ich eigentlich direkt um 17 Uhr aufnehmen können. Aber Leverkusen hat ja bis 4:45 gespielt. Wir haben 1-0 gewonnen, verdient, aber man muss sagen, das Spiel, das war todlangweilig. Also nur 2 Chancen in der zweiten Halbzeit. Und da gibt es spannendere Spiele. Wollte Schumi nicht angreifen. David bereit? Yep. Kannst loslegen, Schumi. Ich warte auf dich. Ich habe Zeit, ich habe viel Zeit. Ja. Aber das neue Aufnahmeprogramm gefällt mir wirklich besser. Für die, die es interessiert, ist das Screen Recorder. Extra für Android 5.0 Lollipop. Okay, mein empfohlenes Ziel ist die 4, aber die 4 habe ich gesehen, ist mir ein bisschen zu stark. Hier, Schumi. Direkt mal live ansehen und gucken, was er bei dem Angriff reißen wird. Ratos Level 7 Trophy Base. David, zeigst du meinen Angriff auch? Ja, die meisten. Also alle werde ich auf gar keinen Fall zeigen, weil das sonst zu lange dauern würde. So, Drachen only mit Heilzaubern, Wutzauber. Was ich bei Drachen empfehlen würde, nur Wutzauber mitzunehmen, da ja die Life Points von denen sehr hoch sind. Okay, nice, yo. Aber eigentlich müssten das lockere 3 Sterne werden. So wie es aussieht. Im Übrigen müsste ich mir mal für meine Hintergrundmusik neue Musik besorgen, da die jetzige ja schon oft lief. Also ich werde mal vorbeischauen, ob es neue gibt. Kann ich nach, Schumi? Yep. Das müssten lockere 3 Sterne werden, also da verwette ich einiges für. Wenn man ja sieht, nur eine Luftabwehr, wobei... Nein, das wären lockere 3 Sterne. Wenn die Luftabwehr gleich weg ist, ist nichts mehr da, was ihm wirklich Schaden machen könnte. Im Übrigen habe ich ja von Price für den Clankrieg einen Packer auf Level 5 bekommen. Also ein großes Dankeschön, also der wird schon einiges reißen. Da bin ich mir sicher. Jetzt habe ich mir mal in einem Clash of Clans Forum durchgelesen, wie man wirklich gut mit Go Wipe angreift. Und zwar als erstes die Golems, dann die Magier hinterher, dann die Helden und dann die Packer. Also die Packer setzt man zum Schluss. Also die Helden noch davor. Das wusste ich im Übrigen nicht. Ja, müssten locker 3 Sterne werden. Scheiße, das wird eng. Ah ja, das Problem ist, kacke, das wird wirklich eng. Oh, bitte, bitte flieg zur Luftabwehr, bitte. Nein. Nein. Alter, nein. Das ist bitter. Das ist bitter. Dass diese eine Luftabwehr ihnen zum Verhängnis wurde. Ja, die KI der Drachen ist schon echt komisch. 95% 2 Sterne, aber 2 Sterne ist eigentlich immer das Mindestziel im Angriff. Alter, der nächste greift schon an. Ja, Justus, dein Angriff kann ich jetzt nicht zeigen. Mann, fuck, Tag heute, okay. Die Luftabwehr hatte fast kein Leben mehr, ja. Der nächste, bitte. Doppelpunkt, Klammer, zu. Ja, Justus' Angriff kann ich leider nicht angucken. Bitte Drachen für CW. Ja, ich habe im Moment keinen Drachen, Nummer 4. Okay. VG, viel Glück. Huhu. Da. Wir gucken noch mal direkt an, wie er mein empfohlenes Ziel angreift. Okay, mit Balloonion. Mal gucken, was er hier reißen wird. Als erstes ist das Ziel, erstmal die Clanburg rauszulocken. Mit Ballons macht er das. Das ist eine interessante Taktik mit mehr Ballons als Minions. Das habe ich gesehen bei den Champions. Das klappt eigentlich relativ gut. Nur Ballons sind echt kacke zum Rauslocken. Eine Hexe, bah. Hexe sind widerlich in der Clanburg. Da die ja immer diese kleinen Skelette produzieren. Das ist echt widerlich, wirklich. Aber, wenn man jetzt die Minions sauber setzt, sodass die Bogen... Ja, jetzt musst du nur der Magier abgekratzt... Nee,
Natürlich kann die Hexe auch Luftabwehreinheiten zerstören, was total logisch ist. Aber die Skelette am Boden werden jetzt keinen Damage mehr machen. So, jetzt beginnt der Hauptangriff. Er setzt nur ein paar vor. Okay, ist auch mal eine interessante Taktik. Ein paar hält er noch übrig. Behält er noch, beziehungsweise. Ich tippe auf 2 Sterne. Ich tippe auf 2 Sterne, wirklich. Mal gucken, was hier noch... Ah, ja. Die 2 Sterne wären schwer. Ich frage mich, wieso er einen Blitzzauber mitgenommen hat. Ach so, ja, die Clanburg konnte man sehr, sehr schlecht blitzen, wirklich. Also, wenn jetzt alles gut läuft und die Xbox kaputt gehen... Ah, die teilen sich leider nicht auf und jetzt da die Teslen, die wären zum Verhängnis. 2 Sterne weiß ich nicht. 1 Stern wird's wahrscheinlich, wenn man... Okay, er hat hier noch ein bisschen geblitzt. Ah, das wird schwer, das wird wirklich schwer. Ich würde mal langsam anfangen, die Helden zu setzen, da die Zeit ja auch nicht ewig hält. Mit der Bogenschützenkönigin könnte man... Ja, jetzt ist der perfekte Augenblick. Das wird nicht 2, höchstens. Okay. Nee, das wird nichts. Das wird leider nichts. Leider. Im Übrigen habe ich ja am... Also beziehungsweise gestern gestreamt. Und ich muss schon sagen, das Streamen, das macht mächtig Spaß, da man ja mehr auf die Community eingehen kann. Und ja, also ich finde Twitch im Allgemeinen so sehr nice mit den Livestreams. Nur manchmal ist das sehr buggy, muss man zugeben. Boah, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das noch was mit 1 Stern wird. Oh Gott. Wobei, ja. 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 Das Rathaus ist gefallen, das Rathaus fällt jetzt, das Rathaus fällt jetzt. Und wenn der Barbarenkönig, nein, nein, nein. Oh, wieso ist der Junge denn so behindert? Wieso geht er auf die Mauer statt ihm... Oh, das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Das ist... Ah, schade, schade. Ey, aber der Barbarenkönig, der läuft immer so komisch, wirklich. Ja, knapp, wie behindert die geflogen sind. Oh ja. Der nächste. Bitte. Dach, Dach. So, mal schauen, wer jetzt angreifen wird. Okay, jetzt ist ja empfohlenes Ziel Nummer 5. Greif an, ich. Ja, ich wollte eigentlich zum Schluss angreifen. Oben links wäre noch eine Bauhütte gestanden. Ja, hätte man einen Bogenschützen mitgehabt, da wären es 50% geworden. Da hätte man 2 Sterne mitgenommen. Will niemand mehr? Okay, das ist wieder nicht so eine gute CW-Live-Reporter. Folge. Ja, eigentlich habe ich mir vorgestellt, es ist alle um 5:30. Ich habe sogar hier eine Clan-Nachricht geschrieben. Aber naja, wenn die nicht warten können, dann... Ich greife erst in 20 Minuten an, wenn meine Truppen fertig sind, okay. Ey, niemand kann angreifen. Und dabei habe ich extra noch geschrieben, dass sie um 5:30 online kommen soll zum Angreifen. Aber naja, im Übrigen kann ich euch jetzt fragen. Und zwar habe ich mir vorgestellt... Danke, Stefan, okay. Ich habe mir vorgestellt, was, also ich wollte euch fragen, was ihr als nächstes upgraden könnt. Entweder die Bogenschützenkönigin auf 9 oder in 3 Tagen und 21 Stunden den Golem auf 3. Also ich glaube, ich entscheide mich für den Golem auf 3, da es schon sehr wichtig ist. Boah, ja, Stefan, wer hätte denn damit gerechnet, dass die Loons so scheiße fliegen, ja. Okay, dann würde ich sagen, ich habe mir noch gar nicht den Gegner angeschaut. Ah, wenn ich den angreife, das ist risky, das ist sehr risky. Gucken wir uns erstmal einen anderen Gegner an. Ah, Town Level 9 wäre schon nice, aber Town Level 8 wäre auch schon in Ordnung. Ich hätte den Justus hier angegriffen, dass er 0 Sterne geholt hat. Ah, Schweinereiter. Also ich kann Schweinereiter im CW wirklich nicht empfehlen. Entweder wenn es 3 Sterne oder 0. Aber man muss auch richtig mit den Schweinereitern angreifen, da... Ich weiß nicht, soll ich es riskieren? Soll ich es wirklich riskieren? Ach, hier kann man richtig beschissen mit einem Riesen die Clanburg rauslocken. Da man hier ihn setzt, dann wird er zur Kanone laufen und dann... Ey, das hat er hier nice gemacht, wirklich nice. Ah, Mann. Ja, die 3 ist wahrscheinlich zu stark.
Kann ich mir vorstellen. Ja, da bekomme ich noch nicht mal den Klamauk raus. Oder ich gehe jetzt auf 3. Wobei, hier greift einer an. Raptor. Ja, ich wusste doch, dass noch einer geht. Okay. Weiter. Er greift an mit Schweinereiter und Päckerheck. Okay. Das ist eine interessante Taktik, aber ich glaube, das wird nichts. Wobei diese Base eigentlich machbar wäre mit den Truppen. Aber diese Truppenkonstellation, die ist... Jetzt hat er schon Probleme, um überhaupt die Klemburg auszuschalten, aber... Ja. Im Übrigen habe ich mir jetzt vorgestellt, die Besuche immer montags zu machen, da das von den Folgen doch relativ langweilig wird. Okay, Facebook. Ja, Monster Legends will ich im Moment nicht spielen. Huhu, geh weg, geh weg. Hallo. Oh, Facebook, ey. Ja, was macht Web da denn jetzt da? Weiter angreifen, überleg nicht so lange. Ja, man kann... Ah, das ist jetzt blöde gelaufen. Aber ich würde langsam mal angreifen, da die Zeit etwas knapp wird. Also die Besuche habe ich mir überlegt, montags zu machen, da das vor den Folgen doch ganz schön langweilig wird für die, die nicht besucht. Was ist das denn jetzt geworden? Was soll das? Ja, wieso rastet der aus? Er hätte trotzdem angreifen können und einen Stern holen können, aber... Ich will das jetzt hier nicht in der Aufnahme klären. Ich werde jetzt einen angreifen. Ich glaube, ich werde die 7 nehmen. Oder? Ja, das ist so... Ey, selbst da kann ich die Klärenburg schlecht rauslocken. Ja, und willkommen zurück. Ist kein Wunder mehr. Ich wurde wieder gestört, aber das macht ja nichts. Dieser kleine Cut da. Ich werde es probieren. Das wird schwer, aber machbar. 3 Sterne ist mein Ziel. Müsste eigentlich machbar sein. Also 2 Sterne mindestens und 3. Wäre optimal. Wäre wirklich optimal. Erstmal einen Bogenschützen. Und dann Riesen. Nein, der Riese läuft falsch. Der Riese läuft falsch. Ach, verdammt. Das... Ah, Mann, ich hasse es, wenn die Klärenburg so mittig steht. Egal. Das müssen wir schaffen. Mager hinterher. Können wir schon... Nein, die... Ich habe noch nicht mal die Mauern kaputt bekommen. Oh, das wird ein Fail. Das wird sowas von ein Fail. Das wird so ein Fail. Wo läuft denn... Ach. Ey, der Bahnkönig will mich verarschen. Der will mich doch verarschen. Der will mich wirklich verarschen. Ach. Mann, Leute. Komm, jetzt wenigstens der Level 5er Packer. Boah, sieht der geil aus. Jetzt muss ich aufpassen. Eventuell schaffen die es doch. Hier ein Sprungzauber. Der eine ist rüber gejumpt, aber das sind sogar 2. Ne, nur einer. Oh nein. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Oh. Da habe ich mir noch vorgenommen. Ja, 2 Sterne werden es. Das war's aber auch schon. Erstens, weil ich die Klamauk nicht rausbekommen habe. Zweitens, weil die Packers... Nein, die Packers sind gut gelaufen, aber der dann nicht. Man kann hier noch eventuell ein paar Prozente für die Statistik holen, aber es wurden nur 2 Sterne, leider. Jetzt können wir die Bogenschützenkönigin zünden. Ja, die kümmert sich natürlich um den Barbarenkönig. Mann. Wobei, können das noch... Also der Level 5 Packer, der geht sowas von ab, aber jetzt rüstet er ihn, der Tesla rüstet ihn. Ja, das wird nichts mehr, das wird nichts mehr. Oder, doch, wobei. Oh, das wird knapp, das wird sowas von knapp. Nee, es wären nur 2 Sterne, weil die Bogenschützenkönigin sich wieder nur, wobei. Wenn der Barbarenkönig jetzt gut tankt. Der hat super getankt, der hat wirklich super getankt. Nein, das wird nichts. Die Kanone da wird mir zum Verhängnis. Schade, wirklich schade. Hätte ich die Klärenburg rausbekommen, dann wäre das was geworden. Wobei, ja, von der Zeit her wird das sehr knapp. Kann das was werden? Nein, ich glaube nicht. Wegen dieser einen Mauer. Und jetzt wird sie sich ums Lager... Nein, sie wird sich nicht ums Lager kümmern. Na, Mann. Schade, schade. Am Ende wurde es doch noch sehr knapp. Also da hätte man noch mehr rausholen können.
Oder 3, David, super 2 Sterne. Leider. Will noch wer angreifen, sonst würde ich die Folge beenden. ...13 zu 6, okay, ich kann schon mal die anderen Zauber vorproduzieren. In der 3 Wut und ein Jump Spell. Nope, okay. Da würde ich die Folge auch für heute beenden. Ja, okay, ich würde dann sagen, das war's dann für die heutige Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst euch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen COC mehr verpassen wollt, würde ich mir auch selber ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal, ciao.